Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Euro Truck Simulator 2. Ihr seht im Hintergrund auch schon das Halloween Update von Euro Truck Simulator 2, denn es ist ja bald Halloween, wie ihr alle wisst. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen den Auftrag mal an. Wir fahren nämlich heute von Hamburg nach Bremen und mit stilles Mineralwasser in Flaschen nach Bremen zu liefern. Von Hamburg, da wo ich hinziehen will. Perfekt. Ja, das tun wir. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben, für den Algorithmus. Was macht ihr an Halloween? Geht ihr raus? Zur Tür oder von Tür zu Tür? Das wollte ich sagen, nicht das andere. Oder was macht ihr? Ich muss ja persönlich sagen, ich glaube, ich gehe gar nicht raus. Aber ja, gut. Muss man das auch? Fahrt vorsichtig. Ja, ich fahre immer vor. Mich kennt man doch mittlerweile. Hoppala. Was habe ich also gesehen hier? Wieder Escape gedrückt. Das wollte ich auch gar nicht. Ich wollte mich eigentlich fahren. Dann machen wir es nochmal. Bildautor. Aha. Oh, jetzt müssen wir wieder warten. Aber warum habe ich denn gerade auf Escape gedrückt? Ich wollte doch nicht Escape drücken. Ah, das ist ja so scheiße, ne? Also wirklich, wirklich scheiße. Aber egal. Egal. So, jetzt, let's go. Muss hier irgendwie mal kurz den Kreis drehen. So. Ach, ich habe auch noch zwei Anhänger dran. So, jetzt. Perfekt. Jetzt können wir fahren. So. Ich weiß gar nicht, wo ich hier raus muss. Ich denke mal hier, oder? Ja. So. Wir sind, glaube ich, wieder beim Hafen. Kann das sein? Ja. Ich weiß, dass ich rechts rein muss. Ich glaube, das war falsch. ja. Mann, ich bin ja jetzt schon wieder der schlechteste LKW-Fahrer, den es gibt. Berechnen. So. Okay, lass uns eine neue Route finden. Ja, ich fahr doch hier nur lang, Mann. Wow. So. Muss ich hier irgendwie wieder drehen? Ich finde eine neue Route. So. Neue Route finden. Oh, Junge, ich weiß gleich die Route weg. Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende. Wenn möglich, ja. Das ist gerade möglich. Deswegen mache ich das, ja. Und jetzt richtig fahren. So. Ich fahre hier auf die falsche Spur. Ich muss hier doch. So. Jetzt aber, let's go. So, ich muss tatsächlich hinter diesem Gelben. Hier bin ich richtig. Auch fährt erstmal ein Deutsche Bahnzug rum. So. Machen Sie hoch die Schranke. Danke sehr, Kollegen. So. Let's go. Wir fahren nach Bremen. 92 Kilometer nur. Okay, das machen wir doch. So. Und dieses längere, das geht mir so auf den Sack. Eigentlich wollte ich Forza Motorsports auch spielen mit dem Lenkrad, aber ich weiß nicht, ob das so geil ist. Naja. Moment. So, ich bin wieder da. Bin auch irgendwie hier im Busch. Muss jetzt kurz ein bisschen länger weg. Aber macht ja nichts.
bin ich denn hier auf der Gegenfahrbahn? Ich habe doch extra gebremst. Egal. So. Links halten. Boah, dieses Spiel, ne, das fuckt mich auch langsam echt ab. Warum leckt das hier? Fahren Sie. Biege nach links ab. So. Perfekt. Immer geradeaus. Wow. Zebrastreifen. Ach, was soll's. Wir fahren einfach drüber. Auch wenn es hier die ganze Zeit rumleckt. Warum auch immer. Das Spiel hat noch nie sofort zuvor geleckt. Ich glaube, das ist wegen dieses Halloween-Update. Junge, das ist ja Schmutz, dieses Spiel. Oder ich hab, also was mich immer aufregt, ist, wenn Spiele laggen. Das ist so ein nerviges Etwas. Also das ist wirklich sowas bei mir, was mich komplett nervt. Das triggert mich ultra. Aber ja. Oder wie hat der gerade dahin gelenkt? Wir sind jetzt, glaube ich, aus Hamburg raus. Dürfen wir 80 fahren? Warum denn nur 80? Ich habe auch vor, wenn ich dann in Hamburg wohne, dass ich dann euch auch so eine kleine Roomtour zeige, tatsächlich. Aber mal gucken, ob ich das mache. Ich werde auf jeden Fall auch Kamerasystems und sowas dran bappen, also auch Alarm gesichert und sowas. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, das mache ich doch. Nimm die Ausfahrt rechts. Noch ein bisschen erkältet, aber meine Stimme ist auf jeden Fall wieder da. Meine gute alte Stimme. Irgendwie werden gerade alle irgendwie ganz oft krank. Also aus meiner Familie jetzt nicht, außer meine Schwester. Aber sonst niemand. Oh, wir fahren einfach 110. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ja, ich halte doch schon rechts. Ich finde es schon geil, wenn man dann alleine wohnt, weil dann kann man auch viel mehr machen. Was bei mir dann so ein bisschen das Problem sein wird, ist, denke ich mal, die Prüfungen. Also ich bin glücklich, wenn ich die Schulprüfungen auf jeden Fall fertig gemacht habe. Dann kann ich mir eine Ausbildung suchen. Und ja, da bin ich froh, wenn ich diese Ausbildungen auch fertig habe. Dann kann ich arbeiten gehen und dann bin ich glücklich. Wenn ich die alle geschafft habe, dann bin ich glücklich. Wo ich halt einfach noch keinen Bock drauf habe, ist wirklich diese Prüfungen, weil wenn man die verkackt, weil ich will die nicht verkacken, muss man das halt alles nochmal neu machen. Das ist so kacke dann. Deswegen. Ich habe absolut null Bock darauf, wirklich auf die Prüfungen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Vor allen Dingen muss man dann auch so vieles können, was man früher gemacht hat. Warum auch immer, weil man muss irgendwie alles machen, nochmal, was man vorher schon in den Schuljahren gemacht hat. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Warum macht man dann dazwischen so auch noch Arbeit? Für Noten oder was? Oh, ich war zu schnell. Aber naja. Biege nach rechts ab. Ja, nicht mehr lang und dann kann ich ja auch Zwitschspiele spielen. Weil ich hole mir bald eine Capture-Card, dann kann ich auch meine Xbox und sowas manchmal auch daran verbinden. Praktisch. Dann könnt ihr auch einfach das dann sehen. Ja, also. Ich will auf jeden Fall das dann so machen, dass man das dann, also dass ich da dann auch Switch-Spiele spielen kann. Und diese ganzen Mitarbeiter von mir, die steigen da gerade alle ein Level auf. Ja, also dann spiele ich auch sowas wie Super Mario und sowas.
Natürlich gibt es die Leute, die das auch schon gespielt haben. Ich werde aber auch einfach so ein Let's Play daraus machen. Außerdem ist es dann ein Let's Play von heute, praktisch, weil die ganzen Let's Plays sind teilweise auch schon einfach komplett alt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und ja, also das wird dann auch so ein bisschen, denke ich mal, mehr Content dann Hier davon links geben. rechts abbiegen. Generell stelle ich gerade so ein bisschen viel an meinem Kanal um. Links abbiegen Ja. und dann rechts abbiegen. Kann halt aber auch allen. Also ich kann auch ganz viele Spiele halt einfach noch nicht spielen, weil ich einfach noch Hier diese Spiele rechts gar nicht abbiegen. habe. Guck natürlich immer, dass ich auch Hier teilweise neue links. Spiele kaufe. Aber ist noch ein bisschen schwierig, wenn man nicht so viel Geld verdient. Also ich verdiene natürlich auch Geld, aber ja. Mann. So. Okay, Leute, ich würde aber sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr dort drauf joinen würdet. Um die 300 Member einfach voll zu machen. Vielen Dank auch für euren ganzen Support hier auf YouTube. Das freut mich sehr, 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 sehr. Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. Jetzt habt ihr Band. Achso. Aktiviert natürlich auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und jetzt haut rein, und euer Sando. Ciao, ciao. With me, where did the time go? Could somebody show?